Das Veto von Innenminister Gerhard Karner gegen die Schengen-Erweiterung hat diplomatisch für schwere Turbulenzen gesorgt. Rumänien hat ja deswegen sogar seinen Botschafter für Konsultationen aus Wien zurück nach Bukarest beordert. Ja, in Österreich bedauerte am Freitag Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Nein. Also er sehe nicht, wie diese Blockade des Schengen-Beitritts Rumäniens irgendetwas ändert an der Situation in Österreich. Van der Bellen rechnet jedenfalls damit, dass die österreichische Wirtschaft wegen dieser Entscheidung ja, einen Preis zahlen werde. Die Entwicklung, die dürfte einerseits den inländischen Tourismus treffen, also wenn weniger Touristen und Touristinnen aus Rumänien ankommen. Und andererseits hob Van der Bellen hervor, dass Österreich mit erheblichen Direktinvestitionen in Rumänien aktiv ist. Auch der grüne Koalitionspartner steht nicht hinter der Entscheidung von Innenminister Gerhard Karner.